Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wir sagen ja von uns, ich hoffe, dass wir das noch sagen, dass wir Christen sind. Dann sollten wir natürlich auch eine Antwort darauf haben, was denn dieser christliche Glaube ist und was er bedeutet. Wenn uns heute diese Episode aus dem Markus-Evangelium als das Wort, von dem wir leben können und mit dem wir leben können, aus dem heraus wir leben können und müssen, geschenkt ist, dann finden wir hier klare Antworten auf diese Fragen. Wir brauchen nur durch das Evangelium zu gehen. Wenn wir sagen, wir sind Christen, das heißt, dass wir zu Christus gehören, und was das bedeutet, dann müssen wir erst die Frage beantworten, wer ist der denn? Wer ist denn dieser Jesus Christus? Und die Palette ist breit. Damals schon bei dieser ersten kleinen Umfrage, die Jesus hier bei Caesarea Philippi innerhalb seiner Jüngerschaft startet, wie auch heute. Wenn wir heute selbst in die Kirche hineinfragen, wer ist denn Jesus Christus, bekommen wir sehr viele Antworten, sehr unterschiedliche Antworten. Und das unterscheidet sich qualitativ gar nicht so sehr von dem, was wir hier im Evangelium hören. Das ist ein bedeutender Mensch. Manchmal hören wir, das ist ein Vorbild oder eine prophetische Gestalt. Aber es kann sich darin nicht erschöpfen. Dann sind wir immer noch keine Christen. Petrus benutzt ein Wort, das aufgeladen, aber keineswegs eindeutig ist. Petrus sagt hier nach dem Zeugnis des Markus-Evangeliums: Du bist der Messias. Darunter konnte man sich im Judentum dieser Zeit alles Mögliche vorstellen. Es gibt ganz unterschiedliche Entwürfe und es würde uns wahrscheinlich zu weit führen, wenn wir die alle einzeln ausleuchten. Keineswegs ist das eindeutig, was man darunter versteht. Also vielfach gibt es diese Meinung, das ist ein politischer Führer, der die Römer wegfegt und so. Das ist keineswegs eindeutig. Es gibt nur eine einzige Quelle, die das belegt. Das ist relativ wenig. Aber der Messias Gottes ist auf jeden Fall wie ein aufgedrängter Schwamm, ganz angefüllt mit dem Wort der Bibel, mit dem Wort der Psalmen. Und wenn Petrus das sagt, ist das nicht einfach mal so eine Hausnummer, die er da nennt, sondern das hat schon eine tiefe Bedeutung, das hat ein Schwergewicht. Du bist der, den Gott sendet. Du bist derjenige, der seit Generationen, seit Jahrhunderten unserem auserwählten Volk, den Juden, versprochen ist. Und dann beginnt allerdings die nächste Lektion, liebe Schwestern und Brüder, von der ich auch nicht sicher bin, ob die Kirche sie jemals richtig gelernt hat oder ob es nicht vielmehr bedeutet, dass wir diese Lektion immer wieder neu, ganz persönlich lernen müssen. Jesus beginnt, seine Jünger zu belehren, was denn dieser aufgedrängte, dieser schwammige Begriff Messias denn bedeutet. Das Erste, was Jesus sagt, ist, er bedeutet, dass der von Gott her, und das ist das, was die Jünger dann Schritt für Schritt lernen müssen, dass er selber Gott ist. Der als Gott kommt in sein auserwähltes Volk, dass er von seinem eigenen Volk nicht erkannt wird und deshalb die Sendung dieses Messias mit Leiden verbunden ist. Eigentlich könnte man meinen, wenn wir uns einmal nach außen begeben und das von außen betrachtet, das sollte für Juden ein leichtes sein, das zu erkennen. Denn sie haben doch am eigenen Leib erfahren und erfahren es oft genug bis heute, dass sie als auserwähltes Volk Gottes den Hass der ganzen Welt auf sich ziehen. Da tobt ein Kampf, der eigentlich weniger das Judentum meint, als vielmehr Gott selber. Aber sie erkennen es nicht. Und auch hier Petrus, der sofort mit seinem Bekenntnis herausschießt, sieht das offenbar anders. Er macht Jesus Vorwürfe.
Jetzt sind wir endlich so einen Schritt so weit, dass wir erkennen, wer du bist, was wir uns da vielleicht vorstellen können, diese ganzen Wundertaten, die wir erlebt haben, diese Belehrung, dass Menschen hören, dass Jesus sie anzieht, dass sie ihm nachfolgen. Jetzt kommt er mit so einem Kram. Jetzt spricht er plötzlich von Leiden, von Kreuz, von Fremdwerden im eigenen Volk und von den religiösen Autoritäten verkannt und abgelehnt werden. Jetzt ist aber mal Schluss. Jetzt machen wir mal einen Punkt. Das ist doch keine Strategie, die du hier hast. Gar keine pastorale Strategie. Petrus redet hier schon wie so ein guter Pastor. Jetzt mach die Leute mal nicht kopfscheu. Das wollen wir nicht. Das bringt Durcheinander. Das gibt Diskussionen. Am Schluss gehen welche weg. Wo kommen wir denn da hin? Die Antwort Jesu, liebe Schwestern und Brüder, wir haben sie gehört, auch wenn schräg übersetzt, heißt wörtlich, hinter mich, Satan. Nicht weg mit dir, sondern hinter mich. Du musst in meiner Spur gehen. Wenn du zu mir gehören willst, musst du in meiner Spur gehen. Ansonsten gehörst du eben nicht zu mir. Hier gibt es eine Scheidelinie, liebe Schwestern und Brüder, die uns zum dritten Schritt führt. Wenn Jesus klar benennt, welche Bereitschaft es braucht, um ihm nachzufolgen. Ich weiß, wir hören das heute als eine fromme Phrase. Wer sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt. Wir erinnern vielleicht auch, zumindest ältere Generationen, dass es zu manch fromme Predigt gab, die alles irgendwie so lange gedreht und gedrechselt hat, bis man alles annehmen muss. Christen müssen immer alles annehmen. Das hat dazu geführt, dass nicht zuletzt ein Nietzsche sagt, diese Religion ist etwas für Schwächlinge. Wir Schwächlinge, die wir hier sitzen. Das sind solche Typen, die sich nicht behaupten können. Und das ist der Grund, weshalb wir heute eine Reaktion, zumindest in unseren Breiten, haben, dass wir im Grunde genommen das Kreuz weitgehend ausklammern. Schauen Sie sich nur mal im modernen Kunstgewerbe Kreuzdarstellungen an oder was wir so Kindern schenken. Da merken Sie vielleicht bei sich selber, nee, so realistisch und so grausam, das kann man doch Kindern gar nicht zumuten, oder? Das ist schrecklich. Also machen wir irgendwie, die Tage sah ich eine Darstellung, so eine Platte, so eine Silberplatte, wo wie so ein Blitz reingeritzt ist. Da können sich Kinder wahrscheinlich mehr darunter vorstellen. Wir klammern das aus. Andere Bewegungen gibt es, die ganz laut in der Kirche sind hierzulande, die sagen, ja, jetzt ist mal Schluss mit der Abgrenzung von der Welt. Wir müssen von der Welt lernen. Wir müssen doch die Welt jetzt endlich mal umarmen. Schluss mit der Abgrenzung. Diese Worte, liebe Schwestern und Brüder, finde ich im gesamten Neuen Testament nicht. Es tut mir leid. Die stehen doch nirgendwo. Es steht eine scharfe Trennung. Wer zu Jesus gehören will, soll das Kreuz täglich auf sich nehmen. Aber dann die berühmte Frage, was heißt das denn? Müssen wir uns was aussuchen? Müssen wir uns morgens schon fragen, was ist heute besonders schwer? Oh ja, da hängen wir noch 2 Kilo dran und dann sind wir gute Christen. Wenn's anfängt, richtig weh zu tun, dann wären wir keine Christen, liebe Schwestern und Brüder, sondern Sadisten. Das ist ein Unterschied. Und diesen Unterschied sollten wir klar sehen. Aber wir sollten auch klar sehen, dass der sich heute zu Christus bekennt und eigentlich zu allen Zeiten, klar, sich Fragen vorlegen muss. Wie viel bin ich bereit, von meinem Leben zu geben? Von meinem Leben. Nicht die großzügigen 2, 5, 10 oder mehr Euro, die Sie vielleicht jetzt schon in der Tasche bereithalten für die Kollekte gleich. Sondern was bin ich von meinem Leben bereit zu geben? Von meiner Existenz. Was darf es mich kosten, Christ zu sein? Das bedeutet, Kreuz auf sich zu nehmen. Sie könnten viele Beispiele suchen. Es kann sein, dass Sie vor Jahren begeistert und hochverliebt an einem Altar standen und zueinander Ja gesagt haben, Frau und Mann, und eine Familie gegründet haben. Und dann merken Sie, 10 Jahre später, dann ist ja gar nicht mehr die Frau, die ich geheiratet habe. Die ist ganz anders.
Plötzlich fängt die an und hat eigene Ideen. Gott bewahre. Hat eigene Vorstellungen. Das ist nicht mehr so, dass wir uns so verstehen. Das durchzutragen, liebe Schwestern und Brüder, wissen viele, die hier sitzen, wesentlich besser als ich. Aber es gilt es durchzutragen, weil das ein Abbild der Treue Gottes ist, wie das Kreuz ein Abdruck, ein Abbild der Treue Gottes ist. Oder, auch wenn ich mir jetzt ein wenig wahrscheinlich den Zorn zuziehe, morgen feiert unsere Schwester Teresa 50 Jahre Profess, 50 Jahre Ordensgelübde. Was bedeutet das? Ein ganzes Leben lang, über die Spanne einer ganzen Generation, dem Weg des Evangeliums treu zu bleiben mit allem Auf und Ab. Was darf es mich kosten, zu fragen, mich auch jeden Tag zu fragen, bin ich noch in der Spur Jesu oder muss ich den Satz Jesu hören wie Petrus, wenn ich mir den Glauben so zurechtlege wie in einem Lego-Baukasten? Och nee, das ist nicht so schön, das wollen die Leute nicht so gerne hören. Gestern las ich einen Bericht aus unserem Bistum von einer Erkundungsphase, wo natürlich das jetzt entsprechend alles angepriesen wird, was da neu auf uns zukommt. Und dann gibt es ganz viele Begegnungen natürlich und wie man mit den Leuten spricht und über dies und jenes, über den Zaun hinweg und so. Alles gut, schön. Am Schluss hieß es dann in einem Nebensatz, ja, wenn wir von Jesus Christus reden, dann wird es schwierig. Ah, das ist aber auch dumm. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wovon sollen wir denn sonst reden? Was glauben Sie denn, was die Leute erwarten, die nicht mehr zur Kirche gehen oder die enttäuscht sind oder die dem schon lange den Rücken gekehrt haben oder vom Evangelium noch nie etwas gehört haben? Was glauben die denn, was die vom Bistum Trier oder von Christen erwarten, worüber sie reden? Was die Butter kostet? Oder wo sie ihren Urlaub gemacht haben? Darf man alles tun. Aber als Christen, als solche, die christlichen Glauben haben und ihn leben wollen, reichen die 2 Euro in der Tasche nicht und gleich nicht die richtigen Sätze, die wir beim Credo beten. Das muss mehr kosten. Und das sage nicht ich, das sagt Jesus. Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen investiert, und das ist unsere Entscheidung, unsere Frage, wie viel sind wir bereit zu investieren? Wer dieses Leben investiert, der gewinnt es. Fragen, liebe Schwestern und Brüder, die ich nicht beantworten kann, auf die Sie selber eine Antwort finden müssen.